Pflanzen und Zombies sind quasi so wie Salz und Pfeffer, Adam und Eva, Shrek und dieser Esel. Zwei Sachen, die irgendwie nicht und irgendwie komplett zueinander passen. Nach einem super ikonischen und erfolgreichen Spiel sind allerdings immer schlechtere und schlechtere Spiele rausgekommen und heute ist alles irgendwie ein Scherbenhaufen. Was ist passiert? Die Geschichte von Plants vs. Zombies erfüllt jegliches Klischee von einem Studio, das aufgekauft wurde, Ingame-Käufen und Qualität, die immer weiter gesunken ist. Ich will mir in diesem Video die Plants vs. Zombies-Reihe nochmal angucken und schauen, wer schuld an dem heutigen Zustand dieser Spielereihe ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bevor wir mit diesem traurigen Thema anfangen, vorher etwas, was nicht traurig ist. World of Tanks Blitz. Kurze Quizfrage, was haben die Zahlen 450 und 180 gemeinsam? Natürlich, World of Tanks Blitz wurde bereits 180 Millionen Mal heruntergeladen und ist heim von mehr als 450 historischen sowie fantasiebasierten Panzern. Aber was kann man mit diesen Panzern machen? Naja, wie wäre es mit den 11 Spielmodi auf 30 Maps gegen Spielern auf der gesamten Welt antreten? Seit Juni findet in World of Tanks Blitz eine Sommerparty statt, um das 10. Jubiläum des Spiels zu feiern. Erst im letzten Monat hat man das Star Trek-Universum im All besucht und diesen Monat kehrt der Mad Games-Spielmodus zurück. Hier kann man bis zum 18. August jeglichen Schabernack freischalten, den es normalerweise nicht geben würde, wie ein Uranschild oder Chamäleon-Tarnung. Vom 16. bis zum 22. August kannst du dich in Burning Games austoben, sollte dies aber nicht genug sein, gibt es auch noch den Big Boss-Modus direkt danach bis zum Ende des Monats. Je mehr du spielst, umso mehr Belohnungen schaltest du frei und du kannst ebenfalls mit diesem Code diese Belohnungen freischalten. Falls du Bock bekommst, World of Tanks Blitz ist auf vielen Plattformen verfügbar, Smartphones, aber auch PC, Mac, Steam und der Nintendo Switch. Man kann easy Crossplay zwischen all diesen Versionen betreiben. Der Kick ist nur einen Klick entfernt, check dafür den ersten Link in der Beschreibung aus oder diesen QR-Code, um direkt loszulegen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Für alle, die gar keinen Plan haben, hier die Pflanzen- und Zombie-Grundlagen. Es handelt sich hier um ein Tower-Defense-Spiel, was heißt, dass wir unsere Base so gut es geht vor Zombies beschützen müssen, die in Wellen auf uns zukommen. Sehr simples Prinzip und genau das ist es, was das Spiel so erfolgreich gemacht hat. Hinter dieser simplen Prämisse versteckt sich allerdings ein sehr umfangreiches Spiel. Von den Pflanzen, die wir platzieren müssen, um die Zombies zu bekämpfen, gibt es unzählige. Jede von ihnen hat andere Fähigkeiten, andere Vorteile und andere Verwendungszwecke. Auf der anderen Seite gibt es auch Zombies, die nicht einfach von jeder Pflanze besiegt werden können. Der Football-Zombie ist beispielsweise sehr stark und deshalb bekämpft man ihn normalerweise mit einem Hypnosepilz, um ihn auf unsere Seite zu bringen. Die Pflanzen werden nach und nach freigeschaltet, wenn man Level schafft, weshalb es super Spaß macht, durch dieses Spiel zu grinden und zu schauen, was als nächstes auf einen zukommt. Es gibt viele Modi, viele Welten, ich würde behaupten, jeder kann mit diesem Spiel Spaß haben. Das ist der Grund, wieso das Spiel so unfassbar erfolgreich ist. Geworden ist und es war deshalb nur eine Frage der Zeit, bis PopCap, das Studio hinter diesem Spiel, an diesen Erfolg anschließen will. Das zweite Game in der Reihe war, genau, wer hätte es gedacht, Plants vs. Zombies Adventures. Das war ein Facebook-Game, das halt so ein wenig whatever war. Das Spielprinzip bestand im Grunde darin, sich einen eigenen Garten aufzubauen und mit den Pflanzen, die man sich hochgezüchtet hat, den üblichen Tower-Defense-Modus zu spielen. Es war halt durch und durch ein Facebook-Game, man konnte sich für echt Geld paar Sachen kaufen. Der Shit wurde auch ein paar Jahre später wieder eingestellt. Wir müssen nicht darüber weiterreden. Das echte Plants vs. Zombies 2 hat allerdings auch nicht lange auf sich warten lassen. Das Spiel ist quasi einfach mehr vom selben Prinzip, nur erweitert. Es gibt neue Pflanzen, einen etwas frischeren Artstyle und unfassbar viele Level. Ich persönlich mag Plants vs. Zombies 2 echt gerne. Es hat alles, was man im OG-Game geliebt hat und bringt es auf die nächste Stufe. Lasst euch von meinen Worten aber nicht beirren, denn Plants vs. Zombies 2 ist in der Community tatsächlich ein etwas kontroverseres Spiel wegen einer Sache. Pay to win. Es gibt viele Level in dem Spiel und viele dieser vielen Level sind gottverdammt schwer. Also ehrlich, bei manchen Leveln dachte ich mir WTF. Praktischerweise gibt es in diesem Spiel die Power-Ups als Neuheit. Mit diesen kann man eine große Herde an Zombies sofort ausschalten, sei es zum Beispiel durch einen riesigen Blitz. Diese Power-Ups kosten allerdings Coins und diese Coins
bekommt man unter anderem durch Echtgeld. Es gibt auch andere Methoden, beispielsweise einfach in-game, das ist allerdings ein langwieriger Prozess. Es gibt auch diesen Screen hier, wo man alle möglichen Sachen machen kann, aber ich weiß nicht, es sieht hier alles schon sehr scummy aus. Die Vermutung ist also da, dass das Spiel absichtlich übertrieben schwer gemacht wurde, um Spieler künstlich dazu zu bringen, Geld auszugeben, um weiter voranzukommen. Eine andere Sache, die man sich nämlich auch für Coins kaufen kann, sind Premium-Pflanzen, die alles in allem besser sind als die, die man for free hat. Ein Beispiel hier wäre wohl das Eisdrachenmäulchen, das einfach eine overpowerte Version des normalen Drachenmäulchens ist und jegliche Gegner an einem 2x3 Radius schaden und vereisen kann. What the fuck ist das? Nicht alle sind krass, es gibt auch reingeschissene wie den Chomper, aber ihr versteht den Punkt. In Plants vs. Zombies 2 hat man viele Vorteile, wenn man echt Geld investiert. Für mich persönlich, nach meinen eigenen Erfahrungen mit dem Spiel, bewegt sich alles aber noch im Rahmen. Das Spiel ist definitiv eine Challenge ohne diese Boni, aber es macht trotzdem Spaß und man kann alles problemlos spielen, ohne einen Cent auszugeben. Außer den Battles Mode, da wird man hingerichtet. Man könne meinen, okay, hat ja bis hierhin ziemlich gut geklappt, lass mal so weitermachen und darauf aufbauen. Oder wir werfen alles über den Haufen und machen einen Shooter, der rein gar nichts mit der originalen Spielformel zu tun hat. Was auf Papier wie ein vorprogrammiertes Desaster klingt, hat irgendwie funktioniert. Plants vs. Zombies Garden Warfare ist ein 4 gegen 4 Hero Shooter, was heißt, man wählt Charaktere aus und jeder dieser Charaktere hat andere Fähigkeiten und Rollen. Es gibt Pflanzen und es gibt Zombies und jeder dieser Figuren kann andere Sachen. Der P-Shooter ist unser durchschnittlicher Damage Dealer, die Sonnenblume ein Healer, der Chomper ein Nahkämpfer und so weiter. Abgesehen davon, dass es einfach Spaß macht, dieses Spiel zu spielen, ist es ein kinderfreundlicher Take von solchen Shootern mit einem Haufen an References zu den originalen Plants wird es Zombies spielen. Der Kaktus kann beispielsweise Kartoffelminen werfen, was natürlich eine direkte Anlehnung an die Pflanzen im OG-Game ist. Es gibt einen Haufen an Varianten für jeden spielbaren Charakter und jede Fähigkeit, viele Maps und Spielmodi, man merkt einfach, dass sich hier Mühe gegeben wurde. Irgendwie wurde sogar geschafft, das zu toppen. Garden Warfare 2 ist laut vielen einer der besten Shooter, die es je gegeben hat. Soweit würde ich persönlich jetzt nicht gehen, aber es ist schon ziemlich cool gemacht. Nicht nur gibt es einen Haufen neuer Charakter, es hat das Gameplay auf die Art und Weise verfeinert, dass es quasi keine Schwächen gibt. Es ist das Overwatch für Genießer. Als nächstes wollte man wieder etwas komplett Neues machen, was rein gar nichts mit der originalen Spielformel zu tun hat und ein Kartenspiel entwickeln. Was auf Papier wie ein vorprogrammiertes Desaster klingt, war ein Desaster. Plants vs. Zombies Heroes kam noch im selben Jahr raus und Desaster ist vielleicht etwas krass formuliert, aber es war halt wieder so ein wenig was auch immer. Es ist ein Kartenspiel, das man vom Prinzip her mit etwas wie Hearthstone vergleichen könnte, nur halt im Pflanzen- und Zombie-Stil. Es ist nett, aber nichts, was ich jetzt längerfristig spielen würde. Das dachten sich auch die meisten Leute, denn das Spiel hat außer eine loyale Core-Fanbase nicht wirklich eine Spielerschaft. Ab hier begann alles ein wenig komisch zu werden. Das nächste Spiel ist Battle for Neighborville und das Spiel ist 2019 einfach rausgekommen. Kein Aufbau, kein Hype, kein nix. Viele haben nicht mal mitbekommen, dass das Spiel überhaupt rausgekommen ist. Der Artstyle ist irgendwie hässlich. Man muss für Charaktere Echtgeld bezahlen oder übertrieben grinden. Statt Sachen hinzuzufügen, wurden ultra viele Sachen entfernt, als Beispiel die vielen Varianten der Charaktere, die ich vorhin erwähnt habe. Stattdessen gibt es die Upgrades, die einfach dumm sind. Sie funktionieren so, dass man verschiedene Fähigkeiten einfach besser machen kann oder komplett hinzufügen kann. Das bedeutet wiederum, dass neue Spieler komplett zerstört werden, da ältere Spieler viel bessere Charaktere haben, obwohl sie im Grunde denselben Charakter spielen. Abgesehen davon ist das Spiel auch einfach viel langweiliger, fauler und uncooler. Das ist aber zum Glück kein Problem, da das Spiel eh nicht mehr so den Fokus auf den Multiplayer legt, sondern auf PvE. Gegen Bots und NPCs kämpfen und das mit Hilfe einer Open World und Quest, die man auf dieser annehmen kann. Man labert jemanden an, tötet paar Gegner und bekommt dann Gold oder so. Es ist komplett langweilig und nicht das, wonach irgendjemand gefragt hat. Das hat dazu geführt, dass nicht mal ein Jahr nach Release das letzte Update für das Spiel rauskam. Es war ein Fehlschlag und das komplett zu Recht. Plants vs. Zombies 3 war allerdings am Horizont zu sehen, ein komplett neues Spiel der Main-Reihe. Oh,
Oh mein Gott. Was haben sie mit dir gemacht? Allein der Release ist ein Mess. Am 16. Juli 2019 gab es ein Pre-Alpha-Release, das ein paar Monate später wieder verschwunden ist. Dann gab es am 25. Februar 2020 ein Soft-Launch auf den Philippinen, Rumänien und Indonesien. Dieser wurde allerdings wieder runtergenommen und am 7. September 2021 mit Änderungen wieder veröffentlicht, diesmal allerdings in Australien und den Philippinen. Das wurde dann wieder runtergenommen. In Australien, den Niederlanden und den Philippinen ein Jahr später wieder veröffentlicht, runtergenommen und am 17. Januar 2024 wieder veröffentlicht, diesmal in mehr Ländern, unter anderem der UK, Niederlande, Australien, Irland und den Philippinen. Die scheinen die Philippinen echt zu lieben. Es ist alles super komisch und nein, wir in Deutschland hatten bisher nicht die Chance, das Spiel zu spielen, zumindest nicht auf offiziellem Wege. Und das ist vermutlich auch gut so. Es sieht super seelenlos aus und einfach wie irgendein Mobile Game. Nichts hat mehr einen eigenen Charakter. Der Kern des Spiels ist quasi einfach Plants vs. Zombies, nur sehr heruntergebrochen. Das Spiel wird sicherlich irgendwann einen vollwertigen Release bekommen, aber jetzt schon mehr als 5 Jahre in Development Hell zu stecken und bislang so auszusehen, sind keine rosigen Aussichten für das Franchise. Also, wer ist schuld? PopCap wurde 2011 von EA für 650 Millionen Dollar aufgekauft. Bereits hier könnte man aufhören und mit dem Finger auf den Schuldigen zeigen. EA hat den Ruf, viele Studios aufzukaufen und sie später wieder fallen zu lassen. Sachen wie übermäßige Monetarisierung und sinkende Qualität sind auch EA-Krankheiten, wie ich sie mal nenne. So einfach ist das hier allerdings nicht. EA war lediglich der Publisher der Spiele, die PopCap ab diesem Zeitpunkt entwickelt hat, sprich, PopCap hat die Freiheit behalten, ihre Sachen eigenständig zu gestalten. Eine wichtige Quelle diesbezüglich ist das Video The Oral History of PopCap Games, ein knapp 4 Stunden langes Video, in dem ehemalige PopCap-Mitarbeiter über die ganze Situation reden. Abgesehen davon, dass hier ein sehr interessanter Blick auf dieses Studio gewonnen werden kann, gibt es 2 Dinge, die man mitnehmen kann. PopCap blieb größtenteils unabhängig und EA hat keine Monetarisierung der Spiele aufgezwungen. I think the most misconception is that EA forced any of that on us. Like, that was most of those choices, if anything, were all internal choices that were chosen long before we ever got bought out. Es wollen vielleicht viele nicht wahrhaben, aber EA scheint in diesem Szenario nicht der Bösewicht zu sein, zumindest nicht im aktiven Sinne. Eine Klausel beim Kauf von PopCap hat besagt, dass PopCap gewisse Boni bekommt, wenn sie gewisse Gewinne einfahren, quasi als Belohnung. Außerdem hat PopCap ungeachtet von dem Geld sehr von EA profitiert. Spiele wie Garden Warfare wären ohne EA und deren Server niemals in dieser Form möglich gewesen. Ich kann mir also vorstellen, dass diese Sachen unter anderem dafür gesorgt haben, dass PopCap mehr auf Profit aus war als vorher. EA ist bekannt dafür, Studios, die nicht mehr so viel Geld einbringen, sofort fallen zu lassen und nicht mehr zu unterstützen. Man wollte also verhindern, dass das auch bei einem selbst passiert. Das ist allerdings nur eine Mutmaßung von mir. Was ich sagen will, man kann nicht sagen, der ist schuld oder der ist schuld. Es ist einfach diese gesamte Situation, die dafür gesorgt hat, dass wir hier sind, wo wir sind. Im Prinzip sind alle schuld und alle sind scheiße. Plants vs. Zombies ist eine coole Videospielreihe und ich würde die Hoffnung nicht aufgeben, dass da in Zukunft auch wieder was Cooles kommt. Das Einzige, was wir im Moment tun können, ist erstmal nur zu hoffen. Danke fürs zu Ende schauen. Falls euch interessiert, wie ich den Mario Sunshine Speedrun lerne, klickt hier auf das Video und checkt gerne World of Tanks Blitz aus. Link in der Beschreibung oder hier mit dem QR-Code. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Ciao.